Die Weihnachtstage sind vorbei und somit neigt sich das Jahr 2023 schon wieder dem Ende zu. Deshalb möchte ich mit euch heute mal einen Blick auf Nintendos 2024 Lineup werfen. Besonders für die erste Jahreshälfte ist ja schon einiges bekannt, für die zweite wissen wir allerdings noch nicht so viel. Deswegen möchte ich mit euch heute jeden Monat einmal durchgehen und schauen, was für den jeweiligen Monat bereits angekündigt wurde, beziehungsweise welche Games ich für wahrscheinlich halte. Also bleibt dran! Am 19. Januar startet Nintendo mit der Another Code Recollection in das neue Jahr. Diese Collection besteht aus HD-Remakes des DS und Vitals. Für alle, die das Franchise noch nicht kennen, es ist so eine Art Point-and-Click-Adventure, bei dem man Rätsel lösen muss. Wenn ihr diese Art von Spielen mögt, dann könnt ihr die Collection ja mal im Auge behalten, auch wenn ich sie für 59,99 recht teuer finde. Weiter geht es im Februar mit noch einem Remake, nämlich Mario vs. Donkey Kong. Mit dem Spiel wurden wir durch einen Leak in der letzten Direct ein bisschen getrollt, weil alle dachten, es kommt ein neues DK, letztendlich war es dann aber eben doch nur dieses Remake. Das Game ist ein Puzzle-Plattformer und erscheint am 16. Februar. Ich persönlich finde es jetzt ehrlicherweise nicht so interessant, zumal das Game auch recht kurz sein soll, aber wir sind ja auch noch am Anfang des Jahres. Am 22. März wird es dann mit Princess Peach Showtime das erste Mal so richtig interessant. Im letzten Trailer sah das Game ja echt vielversprechend aus. Erst zum zweiten Mal übernimmt Peach in einem Spiel die Hauptrolle und muss eine Theateraufführung retten. Dafür schlüpft sie in verschiedene Rollen und Kostüme und muss nicht nur kämpfen, sondern auch Rätsel lösen. Bisher ist Princess Peach Showtime übrigens das einzige komplett neue Game in 2024. Der Rest sind alles Remakes oder Remaster. Ebenfalls für den Frühling wurde die zweite Welle des Splatoon 3 DLCs angekündigt. Dabei handelt es sich genauer gesagt um die Story-Erweiterung Ruf zur Ordnung, die hoffentlich auf ähnlichem Niveau wie Splatoon 2's Octo-Expansion ist. Ich kann mir vorstellen, dass der DLC im April erscheint, da Nintendo eigentlich jeden Monat etwas Neues releasen möchte und der April der einzige Frühlingsmonat ist, der bisher noch leer ist. Der nächste Titel auf meiner Liste ist der bisher wohl gehypteste in 2024. Niemand hätte nämlich damit gerechnet, dass Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor, jemals ein Remake bekommen wird. Nachdem der Artstyle schon mal echt gut ausschaut, müssen wir nur noch hoffen, dass Nintendo keinen der anzüglichen Dialoge und Secrets streicht. Bisher sieht es aber ähnlich wie bei Mario RPG nach einer 1:1 Umsetzung aus. Ein Release-Datum steht bisher noch nicht fest, ich würde aber auf Mai oder Juni tippen. Zuletzt haben wir dann noch das für den Sommer angekündigte Luigi's Mansion 2 HD Remaster. Eine aufgehübschte Version des 2013 erschienenen 3DS-Ablegers der Luigi's Mansion-Reihe. Ich persönlich würde je nachdem, ob Paper Mario im Mai oder Juni erscheint, mit einem Release im Juni oder Juli rechnen. Das war dann tatsächlich aber auch schon alles, was wir für 2024 wissen. Der Rest des Videos wird jetzt reine Spekulation sein. Dabei versuche ich aber im Gegensatz zu manch anderen Kanälen hier auf YouTube realistisch zu bleiben und businesstechnisch clevere Entscheidungen zu beachten. Will aber trotzdem vorwarnen, dass alles, was ich jetzt sage, Spekulation ist und nicht bestätigt wurde. Ein Game, das schon länger im Gespräch ist, ist ein Remake von Fire Emblem 4, das Nintendo schon fertig haben soll und nur noch darauf warten soll, es zu releasen. Der Grund dafür ist ein Hinweis im Code von Fire Emblem Engage, in dem sowohl der Vorgänger Three Hopes als auch ein potenzielles Remake des vierten Teils erwähnt wurde. Ein weiterer Hinweis für ein neues Fire Emblem war auch, dass Nintendo den DLC für Fire Emblem Engage Anfang 2023 richtig schnell rausgeballert hat, vielleicht um einen größeren Abstand zwischen Engage und dem Remake des vierten Teils zu schaffen. Meiner Meinung nach gibt es dann ab Sommer 2024 zwei verschiedene Szenarien, wie es mit der Nintendo Switch weitergehen könnte. Entweder Nintendo kündigt kurz nach dem großen Trubel der E3 bzw. jetzt eher des Summer Games Fest ihre nächste Konsole für Ende des Jahres an, oder aber sie versuchen uns mit weiteren kleineren Titeln und noch mehr Remakes auch über das Weihnachtsgeschäft 2024 zu bringen und releasen die neue Konsole dann erst im Frühjahr 2025. Ersteres ist meiner Meinung nach die bessere Option für Nintendo, da man mit einem eher langweiligen Weihnachtsgeschäft in 2024 Gefahr laufen könnte, das gute Momentum der Switch zu verlieren und viele auch eventuell das Interesse an ihrer Switch verlieren könnten. Das Ziel von Nintendo war es laut CEO Shuntaro Furukawa, aber immer so viele Leute wie möglich vor dem Release eine neue Konsole zu bündeln, damit diese auf jeden Fall wieder ein Erfolg wird und nicht so floppt wie die Wii U. Zudem hat er in einem Interview auch gesagt, dass man die neue Konsole nur wenige Monate vor ihrer Erscheinung ankündigen will. Bei einem Release Anfang 2025 wäre dann aber das Problem, dass man die Konsole nicht vor dem Weihnachtsgeschäft 2024 ankündigen darf, da sonst niemand mehr eine alte Switch kaufen würde. Wenn man mit der Ankündigung aber bis nach Weihnachten wartet, würden einige Leute verärgert sein, die sich zu Weihnachten extra eine alte Switch gekauft oder gewünscht haben.
Auch die meisten Insider und Magazine gehen deshalb aktuell von einem Release in 2024 aus. Ich persönlich würde vermuten, dass die nächste Nintendo-Konsole nach der Ankündigung im Sommer, Ende September oder Anfang Oktober erscheint. Als Launch-Titel wird es meiner Meinung nach Metroid Prime 4 geben, das ähnlich wie damals TOTK als Cross-Release sowohl auf der alten Switch als auch auf der neuen Konsole erscheinen wird. Zudem könnte ich mir zum Release der neuen Konsole eine überarbeitete Version von TOTK oder vielleicht sogar eine BOTW und TOTK Collection vorstellen. Um die neuen Versionen zu rechtfertigen und die Verkäufe anzukurbeln, gibt es ein exklusives TOTK-DLC, das nicht für die alte Switch erscheinen wird. Und ja Leute, ich weiß, Aonuma hat gesagt, dass TOTK kein DLC bekommen wird. Aber denkt ihr, Nintendo wird sich wirklich so viel extra Money entgehen lassen? Ich persönlich glaube einfach, sie saven das DLC für diesen Port und begründen das dann ähnlich wie Sony auch schon bei Horizon Forbidden West gemacht hat, dass die alte Konsole zu schwach war, um ihre neuen Ideen darauf laufen zu bekommen. Pünktlich zum Hauptweihnachtsgeschäft Ende Oktober oder Anfang November kommt dann aber die Hauptattraktion der neuen Konsole, nämlich das so lang ersehnte Open World 3D Mario. Mit einem neuen Pokémon-Spiel wird der Release der neuen Nintendo-Konsole meiner Meinung nach abgerundet. Denn Game Freak scheint sich seit Pokémon Karmesin und Purpur aktuell etwas Zeit zu nehmen. Letztes Jahr erschien ja zum Beispiel nur der DLC. Und damit neigt sich dann auch das Jahr 2024 schon wieder dem Ende zu. Und ja, das waren alle Nintendo-Spiele, die 2024 erscheinen werden, beziehungsweise Games, auf die ich 2024 spekuliere. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Vermutungen haltet und ob ihr glaubt, dass 2024 eine neue Nintendo-Konsole erscheinen wird oder erst später. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und schaut mal in diesem Video hier vorbei. Darin habe ich über die Zukunft der Zelda-Reihe philosophiert. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ab nächstes Jahr kommen dann wieder regelmäßig jeden zweiten Mittwoch neue Videos. Los geht's übernächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss und ciao.